Hallo meine Freunde und herzlich willkommen endlich mal wieder zurück aus unserem Westernpark bzw. Wild West Zoo in Planet Zoo. Ist lange her, ich weiß, aber es gibt einfach momentan so viele Projekte und so viele Sachen, die ich gerne spiele und gerne weitermachen möchte. Und deswegen kann es gerne mal sein, dass irgendwie ein Projekt mal eine Woche aussetzen muss oder zwei Wochen aussetzen muss, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe. Ihr müsst halt immer überlegen, ich mache das Ganze einfach nur so nebenbei. Das ist halt nicht hauptberuflich bei mir. Falls ich YouTube irgendwann mal hauptberuflich machen sollen könnte, das wäre natürlich nice, dann könnte ich natürlich auch diese Projekte viel, viel regelmäßiger machen. Aber bis dahin, das ist noch Zukunftsmusik. Darüber wollen wir auch gar nicht spekulieren oder reden. Das kann man auch vorher gar nicht einschätzen, ob man das irgendwann mal hauptberuflich machen kann oder nicht. Weil YouTube ist halt ein sehr schwieriges Business, sage ich mal. Aber ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall momentan den Wild West Zoo am Laufen. Wir haben den Misozurio, wie heißt der? Auf jeden Fall den asiatischen Zoo am Laufen. Dann haben wir Jurassic World Evolution momentan mit relativ vielen News-Videos. Dann haben wir, ich bewerte eure Zoos, ich bewerte eure Parks. Dann kommen noch so Sachen wie das Abo-Special dazwischen und, und. Also es gibt so viele Sachen, die ich gerne aufnehmen würde und machen würde und sowas. Aber ich schaff's einfach zeitlich so privat gar nicht so, alles so schnell aufzunehmen und rauszuhauen. Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn es dann mal so ein bisschen dauert, wenn dann das Projekt zum Beispiel Wild West Zoo weitergeht und sowas. Gerade bei Planet Zoo ist es relativ schwierig, weil das Spiel einfach ein totaler Zeitfresser ist. Also es ist richtig krass, wenn man sich hinsetzt und ein Gehege bauen will und sich Mühe geben will, dann steckt man gerne mal in so ein Gehege auch 10 Stunden. Also ihr kennt das sicherlich, wenn ihr dann da wirklich mega drin seid, so in kreativer Phase und sowas. Und dann baut ihr und baut ihr und dann guckt ihr auf die Uhr. Ach du Scheiße. Schon mitten in der Nacht. Die Zeit ist schon wieder verflogen. Aber Planet Zoo ist einfach ein geniales Spiel und deswegen baue ich endlich mal wieder weiter. Ihr seht übrigens gerade im Hintergrund, wie ich so ein bisschen diesen Fluss, der sozusagen in unserem Bison-Gehege endet, mit dem Wasserfall, ja so ein bisschen ausbaue und ein bisschen verlängere. Und das sollen halt später, wie ihr schon am Thumbnail gesehen habt, so richtige schöne Stromschnellen werden, dass es dann so aussieht, als wenn dieser Fluss wirklich in diesem Wasserfall endet und dann in dem Gehege endet. Weil der Fluss soll später mal komplett durch den gesamten Zoo gehen und genau wie die Bahnstrecke. Also das ist halt so das Hauptziel. Dieser ganze Zoo soll später in einem Guss sein. Also der Fluss soll komplett so durch den Zoo fließen. Diese Bahnstrecke soll an allen Gehegen vorbeifahren, dass man so eine richtig coole Dampflokfahrt sozusagen hat. Und. Also es ist so viel geplant für den Wild West Zoo. Und ich weiß jetzt schon, dass der Zoo mich richtig viel Zeit noch kosten wird. Aber ich glaube, am Ende wird der Zoo richtig nice aussehen. Ich muss auch sagen, ich habe in dem Wild West Zoo, ich komme damit immer durcheinander. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich glaube, das liegt noch so ein bisschen daran, dass ich immer in Jurassic World Evolution Parks gebaut habe. Und jetzt bei Planet Zoo baut man jetzt Zoos. Aber ich denke mal, ihr seid mir nicht böse, wenn ich da mal sage Park oder Zoo und das vertausche, ne? Ich glaube, das ist relativ egal. Ich schweife schon wieder ab. So, wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich komplett raus. Jetzt weiß ich es wieder. Okay, Leute. Ich war stehen geblieben bei, ich habe sogar privat so ein bisschen weitergebaut. Sogar einiges gemacht tatsächlich. Das werde ich euch aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge zeigen. Das Gute ist halt, das kommt nämlich auch nochmal dazu, was ein Zeitfresser ist. Red Dead Redemption ist auch ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne spiele momentan. Mache ich wahrscheinlich, also meistens mache ich das mit Miri im Red Dead Online-Modus. Und es macht richtig Laune. Aber das Gute daran ist natürlich, Red Dead Redemption ist natürlich genau die passende Gegend, die wir auch hier in unserem Zoo sozusagen haben. Das heißt, wenn ich in Red Dead Redemption durch die Prärie reite, kann ich mich immer so ein bisschen inspirieren lassen für unseren Wild West Zoo. Das ist mega nice. Wenn ich eine schöne Gegend sehe, ein schönes Gebäude, was passend ist, kann ich screenshotten und dann sozusagen als kleine Vorlage für Planet Zoo benutzen. Feiere ich immer mega und ich habe auch schon einiges davon übernommen und weitergebaut, gerade was die Landschaftsgestaltung angeht. Das Ganze wird später so ein bisschen, also bei unserem Bison-Gehege ist das Ganze so ein bisschen mehr bergisch, bisschen grüner, halt trotzdem so nordamerikanisch. Aber es gibt natürlich auch noch so ein bisschen mehr Wüstengegend und sowas. Und an diese Wüstengegend habe ich mich tatsächlich auch schon so ein bisschen rangewagt. Aber das werde ich euch heute noch nicht präsentieren, weil das Ganze ist noch nicht fertig. Aber es geht schon in eine sehr gute Richtung. Wir werden auf jeden Fall trotzdem verschiedene Biome haben, auch wenn das Ganze natürlich alles nordamerikanisch ist. Aber es wird auch so ein bisschen mehr Wüstengebiet geben. Es wird mehr dieses Berge gegeben, wo dann Flüsse sind, wo so ein bisschen mehr Bäume und sowas sind, was wir gerade schon im Hintergrund bauen. Und. Also der Wild West Zoo, beziehungsweise dieser nordamerikanische Zoo, wird einfach, glaube ich, mega cool werden. Es gibt aber auch noch mega viel zu tun. Ich will zum Beispiel auch noch einen coolen Saloon bauen.
Das werden wir auch noch irgendwann machen. Ich habe mir schon so überlegt, es wäre mega cool, glaube ich, wenn wir so einen Saloon bauen, wo dann zum Beispiel Vivarien drin sind. Wo dann irgendwie die Texas Rattlesnake drin ist. Und dann nennen wir vielleicht den Saloon Texas Rattlesnake Saloon oder sowas. Könnte ich mir mega gut vorstellen. Ich habe richtig viele Ideen, aber mal gucken, wann ich das Ganze umgesetzt kriege zeitlich. Ist halt alles ein bisschen schwierig. Aber das ist ja alles halb so wild. Das Spiel läuft uns ja nicht weg. Ist ja keine Beta, die irgendwann endet, sondern wir können ja uns eigentlich alle Zeit der Welt lassen. Das nächste Thema, was ich sogar noch ansprechen will, weil momentan im Hintergrund, ihr seht ja, das ist sehr viel Felsen platzieren, dann diese Düsen richtig ausrichten, dass es dann später so aussieht, als wenn der Fluss wirklich da so runterfließt und das wirklich wie Stromschnellen aussieht. Also dazu brauche ich euch, glaube ich, jetzt gerade nicht so viel erzählen. Das seht ihr ja im Hintergrund, was ich da mache. Das nächste Thema ist auf jeden Fall das Abo-Special. Das war am Sonntag und da habe ich 5 Preise rausgehauen mit einigen Zuschauern. Also wir hatten die ganze Zeit richtig eine ganz sehr, sehr gute und solide Zuschauerzahl. Hat richtig Spaß gemacht. Ihr habt alle richtig cool mitgemacht. Ich hatte, also ich glaube, das war der Livestream, in dem ich am meisten Spaß hatte. Also ich hatte noch nie so viel Spaß in einem Livestream. Miri hat mich auch die ganze Zeit unterstützt. Also nochmal vielen, vielen Dank an Miri, falls sie das sieht. Das war richtig insane. Also ihr habt alle mitgemacht, ihr habt alle mitgefiebert. Selbst wenn ihr nicht ausgelost wurdet. Also wir haben, für die Leute, die es nicht gesehen haben, 2 Zuschauerrennen gemacht in Jurassic World Evolution. Das kennt ihr ja sicherlich schon von meinen Videoprojekten. Und am Ende für den Hauptpreis, welcher dann im Endeffekt Planet Zoo war, beziehungsweise ein Gutschein im gleichen Wert, wenn man kein PC oder sowas hat. Genau, so ein Battle Royale gemacht. Ich mache aber auch, was mir auch auffällt, was ich ganz oft habe, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach schon ein alter Opa bin. Kennt ihr das, wenn ihr redet, einen Satz macht und dann schweift ihr ab in diesem Satz, macht sozusagen so einen halben Mammutsatz drauf mit Komma und bla bla bla, was weiß ich. Und dann wisst ihr gar nicht mehr, was ihr am Anfang eigentlich sagen wolltet. Das hatte ich gerade, so einen richtigen Aussetzer. Ja, auf jeden Fall, wir hatten 2 Zuschauerrennen und ein Battle Royale dann für den Hauptpreis. Und es war einfach richtig spannend. Selbst wenn ihr nicht ausgelost wurdet und nicht die Chance auf den Preis hattet, ihr habt trotzdem mitgefiebert, ihr habt den anderen die Daumen gedrückt, ihr wart richtig aktiv mit am Chat dabei, ihr habt ultra viel geliked, neue VIPs, neue Donations, was jetzt nicht wichtig ist, aber das ist natürlich auch alles Support. Ich freue mich mega darüber, wenn ihr einer VIP wird, wenn die VIP-Zahl wächst, weil das Schöne ist, wir sind jetzt sogar schon wieder kurz vor 35 VIPs zum Beispiel, beziehungsweise Mitglieder von meinem Kanal, und ab dann können wir endlich die Emojis überarbeiten, weil ich hatte das Problem, das haben glaube ich auch viele nicht verstanden, warum das so ist, damals zu GTA-RP-Zeiten, da hatte ich schon mal 35 oder auf jeden Fall über 30 VIPs und hätte ich jetzt die Emojis geändert, hätte ich sozusagen Emojis verloren. Weil man schaltet in 5er Schritten neue Emoji-Slots sozusagen frei. Wenn man 5 VIPs hat, hat man glaube ich ein Emoji, wenn man 10 hat 2, wenn man 15 hat 3, irgendwie so ist es auf jeden Fall. Und da ich schon mal 30 hatte und die dann überarbeitet hätte, hätte ich sozusagen ja eins löschen müssen, wieder neu hinzufügen müssen. Und wenn ich dann weniger VIPs hatte als vorher, dann hätte ich sozusagen Emoji-Slots gestrichen gekriegt und dann hätte ich weniger Emojis gehabt. Deswegen habe ich die nicht überarbeitet. Keine Ahnung, es ist super schwer zu erklären. Wahrscheinlich versteht ihr das auch gerade gar nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder richtig viele VIPs. Das heißt, bald werde ich auf jeden Fall neue Emojis erstellen, die auch passen, die nicht in diesem GTA-RP-Kram sind, weil damit haben wir eigentlich gar nichts mehr am Hut momentan. Und ja, ihr könnt ja mal gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt für coole Emojis. Emojis sind diese kleinen Smiley-Dinger, die man machen kann als VIP zusätzlich. Vielleicht habt ihr coole Ideen, dann kann ich die ja vielleicht für euch umsetzen. Wäre auf jeden Fall mega cool. Jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, Leute. Ich lasse mich halt immer selber total ablenken von meinen Themen, die ich ansprechen wollte. Auf jeden Fall, dieses Abo-Special, es war so cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich freue mich wirklich schon auf das nächste Abo-Special, wo ich wieder was verlosen kann an euch, weil es einfach mega insane war. Ich werde mir da wieder was richtig Cooles überlegen. Und die 25.000 sind, glaube ich, auch gar nicht so weit weg. Mal gucken, wie schnell wir das knacken. Aber ich freue mich da schon drauf. Ich werde auf jeden Fall wieder coole Preise besorgen dann für euch. Und wieder was Cooles vorbereiten, damit wir wieder mindestens genauso viel Spaß haben, sogar wahrscheinlich mehr Spaß haben, als jetzt letzten Sonntag. Es war richtig cool. Ich will mich auf jeden Fall bei euch nochmal vielmals für diesen tollen Stream bedanken. Es hat so viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank für den ganzen Support, Leute. Ihr seid die allerbeste Community auf der Welt und ich weiß gar nicht, wie ich euch noch danken soll. Also vielen, vielen Dank dafür, Leute. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder ein bisschen auf Planet Zoo ein und auf das, was ich hier im Hintergrund baue. Nämlich haben wir die Stromschnellen soweit schon mal fertig und ihr seht schon, dass ich jetzt hier bei so einer kleinen Eisenbahnbrücke dabei bin. Also eine Brücke,
wo später unsere tolle Dampflok rüberfahren soll. Das Ganze baue ich natürlich simpel aus Holz, ist aber auch eigentlich immer relativ einfach die Entscheidung, aus welchem Material man das Ganze baut, weil im Wilden Westen war es ja früher auch so, dass das meiste einfach aus Holz besteht. Es gab natürlich auch mal so ein paar Metallelemente und sowas, aber die hat man ja sowieso automatisch, da natürlich die Schienen auch aus Metall bestehen soweit. Die Brücke an sich ist auch relativ simpel, einfach von Berg zu Berg sozusagen, der Fluss fließt unten durch und dann gestalte ich das Ganze gerade hier so ein bisschen mit Klippen, dass es ein bisschen realistischer aussieht und so aussieht, als wenn die Brücke wirklich so an diesen Berg gebaut wurde. Jetzt habe ich hier nochmal versucht, das Ganze selber abzustützen, dachte mir dann so, irgendwie ist das zu kompliziert. Ich mache einfach wieder die vorgegebenen Stützen hin, weil die sehen eigentlich ganz nice aus. Und es war, denke ich, auch die einfachste und beste Lösung, die ich hier hätte machen können. Als nächstes habe ich mich dann dazu entschieden, die Brücke noch so ein bisschen schöner und aufwendiger zu machen, indem ich der ganzen Brücke nochmal so ein kleines Dach sozusagen verleihe. Habe mich beim Bau auch auf jeden Fall für Elemente entschieden, wo man die Farbe im Nachhinein noch anpassen und ändern kann. Finde ich eigentlich immer ganz nice, diese Elemente. Gerade bei Holzelementen finde ich das immer cool, weil man dann halt auch im Nachhinein den ganzen nochmal so einen farblichen Touch oder so einfach so ein bisschen ausprobieren kann, welche Farbe am besten aussieht und sowas. Das finde ich immer echt cool, deswegen achte ich da wirklich drauf. Ihr könnt auch bei Filter auswählen, ich glaube Farbanpassung oder so heißt das Ganze, oder anpassbare Farbe auf jeden Fall. Und ich finde es immer mega nice. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr mit Holz zum Beispiel arbeitet, nehmt die Sachen, wo man halt die Farbe im Nachhinein noch ändern kann, weil es einfach sehr, sehr praktisch ist, weil man dann nochmal schön farbliche Akzente setzen kann, weil man das Ganze nochmal ein bisschen mehr der Umgebung anpassen kann und sowas, gerade im Nachhinein. Deswegen die Farben, die das Ganze jetzt hat, so wird das Ganze natürlich nicht bleiben. Ne? Dieses Rot und dieses Weiß passt natürlich absolut hier nicht. Ich probiere halt gerade nur so ein bisschen aus und am Ende kann man dann schön die Farben so anpassen, wie es dann am besten aussieht. Falls ihr euch wundert, warum ich das Ganze erstmal hier unten auf dem Boden gebaut habe und jetzt erst nach hier oben platziere, das liegt einfach daran, dass ich das Ganze im Weltraster gebaut habe. Habe ich ja schon häufiger in Streams und sowas erklärt. Es ist immer sehr, sehr einfach, wenn man die Elemente einfach in der Ursprungsausrichtung bzw. Drehung sozusagen lässt und das Ganze so baut, weil die dann halt alle den gleichen Winkel sozusagen haben. Wenn ich jetzt direkt angefangen hätte, da oben zu bauen, dann kriegt man halt teilweise Probleme, wenn man Sachen auswählt, weil die halt nicht direkt im richtigen Winkel sind. Und wenn man das Ganze einfach im Ursprungswinkel baut, so wie die Teile gegeben sind, dann hat man es wirklich viel, viel einfacher. Deswegen habe ich das Grundgestell jetzt erstmal unten auf den Boden gebaut und den Rest, den passe ich jetzt halt da oben an. Ihr werdet jetzt auch sehen, wenn ich jetzt hier was anpasse, ist es viel, viel komplizierter. Ihr seht jetzt schon dieses Geländer, das muss ich halt jetzt viel, viel anstrengender drehen von den Winkeln her. Das kann man, denke ich mal, sehr, sehr gut hier gerade erkennen. Ja, das dauert halt jetzt hier. Ich flicke jetzt hier sozusagen nochmal die vier Seiten, wo das Geländer fehlt. Aber das mache ich jetzt nur an einer Seite für euch. Den Rest schneide ich für euch raus. Ist ja, denke ich, jetzt auch mal nicht ganz so spannend. Ja, jetzt seht ihr das. So sieht das Ganze dann aus. Mache ich jetzt nochmal eben auf den anderen vier Seiten. Das ist schon fertig. So schnell geht das. Und jetzt kann ich schon anfangen, die Sachen, die in einer Farbe sein sollen, zusammenzufassen in eine Gruppe sozusagen. Seht ihr ganz gut. Ich markiere mir jetzt die Sachen. Fasse die in eine Gruppe zusammen. Hier jetzt einmal alle. Ja, was mache ich denn da? Ach nee, ich trenne die gerade erstmal von der Gruppe, damit ich das überhaupt machen kann. So, jetzt fasse ich alle zusammen in eine Gruppe zusammen. Und jetzt kann ich die Teile nämlich schön einfärben gemeinsam. Und jetzt seht ihr den Vorteil von diesen Elementen mit anpassbarer Farbe. Da kann man nämlich jetzt wunderbar die Brücke so designen, wie man es gerne hätte. Habe jetzt hier erstmal ausprobiert. Können wir natürlich auch noch im Nachhinein ändern, aber diese Farbkombo fand ich eigentlich ganz schön soweit. Hab dann hier nochmal so ein bisschen schon mal den Grundriss und den Berg so ein bisschen erweitert. Das soll später auch noch dahinter im Hintergrund so ein richtig riesiger Berg werden. Aber gerade diese Landschaftsgestaltung und Landschaftserstellung, die frisst richtig Zeit. Wenn man wirklich einen geilen Berg bauen will mit richtig geilen Klippen und sowas, dann kann man da echt viel Zeit investieren. Aber solche Arbeiten werde ich wahrscheinlich auch relativ viel rausschneiden und so privat machen, weil es, glaube ich, jetzt nicht so mega spannend für euch ist zum Zuschauen. Und zu guter Letzt geht es dann nochmal um die Bepflanzung. Dafür habe ich einfach den Filter eingestellt auf nordamerikanisch. Dann hat man eigentlich alle Pflanzen, die so in Nordamerika normal vorkommen. Und dann kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Also kann ich euch immer nur ans Herz legen,
wenn ihr irgendwie einen Themenbereich baut oder ein Themengebiet, stellt die Filter vernünftig ein und schon habt ihr eine Liste von allen Pflanzen, die dann wirklich so in dieses ganze Thema sozusagen passen. Und ja, ich habe mich da einfach so ein bisschen ausgetobt und alles so ein bisschen bepflanzt. Und damit war das Ganze dann auch schon fertig. Falls euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Habe ich schon ewig, glaube ich, nicht mehr gesagt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, haut rein. Und jetzt seht ihr nochmal, was wir heute gebaut haben.